Jetzt zu dir, mein Freund. Du kommst von einem anderen Planeten, oder? Du kamst nicht auf einem Meteor angeritten, oder? Nee, ich erinnere mich bloß, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. In einem Krankenhaus, ja? Man machte Tests an dir. Nein, es war eine stinknormale Unfallstation. Ach komm. Ja, ich hatte ein Schädelbasisbruch. Angeblich habe ich versucht, einen Raubüberfall zu verhindern. Du bist K.O. gegangen? Vielleicht war ich früher ja normal. Und bin als jemand anderer aufgewacht. Sie wollten alle meine Geschichte hören. So wie ihr, aber ich konnte nichts erzählen. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin, warum ich auf der Erde bin. Jasper aka Hancock, lebendige Beerdigung. Nenn mich den fertigen Hurensohn. Freak, der sich Drogen in den Schädel ballert, bis es sein Gehirn fickt. Doch Mom, hörst du nicht, dass es mir ein bisschen besser geht? Ich feier jeden Tag Geburtstag, 50 erste Dates. Mein Kopf, ein Chemielabor, was MTV Award. Ich schalte die Glotze ein und wichs mir ein auf Ida-Core. Was haltet ihr davon? Ich klick mir nochmal schnell ne Pille. Sexproblem, ich geh in Puff und such mir professionelle Hilfe. Nachdem ich in der Nase bursch, mich die Popel an die Sahnetorte. Asozialer Untermensch, Chaos an der Tagesordnung. Gucke gerade Pornos, Amy Reid und Kirchenständer. Business Rapper, nein, ich bekomm nicht mal'n Job als Kistenschlepper. Sitz im Keller auf dem Leichenberg und Paffenjoint. Fastenpenner, Anti-Swagger, Gegensatz zu Moneyboy. Die Fresse betäubt vom Koks, komm los, zieh mir ein. Ich reg mir meine Nase danach mit dem Bleistift wieder ein. Ich bin nicht mal mit Gewalt zu bremsen, jetzt aufgeben, falsches Denken. Anti-Held, Superstar und du gehst am Stock wie alte Menschen. Geht er gerade mit der Whiskyflasche auf die Toilette? Willst du, dass er uns alle killt? Ich denke, dass er Leute braucht, die ihn gern haben. Klar, Arschloch. Hör auf, mich so zu nennen. Arschloch. Das ist nicht mein Name. Arschloch. Du bist ein Arschloch. Ich weiß, aber ich nenne das Kind beim Namen. Arschloch sein ist zwar nicht strafbar, aber kontraproduktiv. Es ist kein Verbrechen, aber du bist ein Arschloch. Ein Arschloch. Ein Arschloch. Ein Arschloch. Ich denke, dass du dich deshalb so schlecht benimmst, weil du tief im Innern einsam bist. Ich denke, tief im Innern willst du bloß akzeptiert werden.